Disclaimer: Dies ist eine beispielhafte und frei erfundene Geschichte. Studien zufolge können Mütter jederzeit in der Schwangerschaft oder in den ersten Wochen nach der Entbindung neben positiven Gefühlen auch Phasen von Unsicherheit und innerer Zerrissenheit bis hin zu ausgeprägten psychischen Beschwerden erleben. Sarah gehört zu den 50-80% der Mütter, die in den ersten Tagen nach der Entbindung ein Auf und Ab von Gefühlen erlebt. Einerseits ist sie erschöpft, stark empfindlich und reizbar. Andererseits spürt sie eine starke Dankbarkeit und tiefe Freude. Das sind typische Anzeichen des Babyblues, welcher keine Behandlung bedarf, da die Symptome des Babyblues durch normale hormonelle Umstellungen ausgelöst werden können. Er dauert in der Regel 3-5 Tage und nicht länger als 2 Wochen an. Bei weiterem Anhalten der Beschwerden kann er sich allerdings zu einer peripartalen Depression entwickeln. So wie bei Ines. Ines erlebt nämlich ähnliche Gefühle wie Sarah, die kurz nach der Entbindung eintreten und über 2 Wochen und länger andauern. Sie fühlt sich überfordert und antriebslos, dass sie Schwierigkeiten hat, vom Sofa aufzustehen, wenn ihr Kind weint. Sie hat den Eindruck, dass sie ihrem Kind nicht gerecht werden kann. Daher leidet sie unter Schuldgefühlen und denkt, dass sie immer eine schlechte Mutter sein wird. Generell bereitet ihr nichts mehr wirklich Freude. Sogar über die Geburt ihres Kindes kann sie sich nicht so richtig freuen. Darüber hinaus fühlt sie sich ihrem Kind nicht verbunden und im Körperkontakt mit ihm unwohl, sodass sie deshalb das Stillen und Kuscheln weitestgehend vermeidet. Manchmal denkt sie, dass es ihrem Kind besser ginge, wenn sie nicht mehr da wäre. Sie schämt sich gegenüber anderen Müttern und ihrer Familie, da sie nicht als Rabenmutter wahrgenommen werden möchte. Ines erlebt typische Symptome einer peripartalen Depression. Hier beginnen die Beschwerden entweder bereits in der Schwangerschaft oder innerhalb der ersten 4-6 Wochen nach der Entbindung. Die Symptomatik ähnelt depressiven Episoden, die unabhängig von einer Schwangerschaft auftreten. Für eine Diagnose nach ICD-11 müssen mindestens 5 Symptome, davon mindestens depressive Verstimmung und/oder Interessen bzw. Freudverlust, über mindestens 2 Wochen bestehen und zusätzlich verschiedene Begleitsymptome vorliegen. Die Besonderheit der peripartalen Depression ist unter anderem, dass viele Inhalte der Symptome um das Kind und die neue Mutterrolle kreisen. Es können außerdem übermäßige Sorgen und Ängste um das Wohlergehen des Kindes, Zwangsgedanken und Impulse, dem Kind Schaden zufügen, oder Panikattacken auftreten. Neueste Studien zeigen, dass auch der andere Elternteil in diesem Zeitraum Depressionssymptome entwickeln kann. Dieser Aspekt wird im Versorgungssystem leider nur unzureichend berücksichtigt. Dabei können sich sowohl mütterliche Depressionen als auch die der PartnerInnen nachteilig auf die Entwicklung des Babys auswirken. Im Allgemeinen wird für die Behandlung einer peripartalen Depression eine Psychotherapie empfohlen. Besonders Müttern mit hohem Risiko für Depressionen, zum Beispiel mit leichten depressiven Symptomen in der Schwangerschaft oder bereits früheren depressiven Phasen, wird eine Psychotherapie zur Prävention nahegelegt. Mütter, die aufgrund bereits bestehender Vorerkrankungen mit schwerem Verlauf Psychopharmaka einnehmen, sollten diese in Absprache mit der behandelnden PsychiaterIn anpassen. Bei den Müttern, die eine schwere peripartale Erkrankung entwickeln, sollten die Nutzen und Risiken einer medikamentösen Behandlung mit einer PsychiaterIn abgewogen werden.